Manchmal habe ich echt den Eindruck, dass bei mir eine Felge auf dem Beifahrersitz hockt. Wenn mir das eh keiner glaubt, das passt alles in einen guten, alten, leckeren E91 mit einem guten, alten 3 Liter N57 Klimakiller Diesel. Sprich, an alle Besitzer da draußen, die einen E91 fahren und sich natürlich andauernd die Frage gestellt haben, kaufe ich mir jetzt halt auch so einen 997 Oldtimer? Wegen mir auch einen 996, da ist es noch einfacher, weil da sind die Reifen noch kleiner. Aber kaufe ich mir einen 997 oder nicht? Passen dann wirklich in meinen E91 vier Felgen sowie vier Reifen in den Kofferraum? Also Luke approved. Es passt alles zusammen. Ist das nicht geil? Einfach mal nur so, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, gell? Also nichts, dass jetzt halt irgendwie dieser Reifen hier geil ist, aber wie geil, ein Nankang AS1 in Trommelwirbel 175/50/13. Meine Herren. Das war eine ganz blöde Frage. Warum habe ich sowas eigentlich noch nicht? Was ein leckeres Stück Kfz. Wisst ihr, was alle Werkstätten immer total lieben? Er gehört dazu. Kannst du mal eben, ja? Mal eben, einfach. Ihr müsst einfach irgendwo vorbeifahren, euch nicht ankündigen, ja nicht anrufen, auf keinen Fall eine E-Mail schicken. Keinen Fall anrufen. Was gut kommt, ist Viertelstunde vorher eine WhatsApp schicken und dann 10 Minuten vorher noch 3 Fragezeichen hinterher, warum man noch nicht geantwortet hat. Und dann einfach reinstolpern, bisschen unhöflich sein und kannst du mal eben hier mal schnell meine 7 Jahre alten Reifen auf meine 10 Jahre alten Felgen stecken, weil es eh die ganze Woche pisst und das Auto ja noch nicht mal ein Kennzeichen drauf hat. Und ganz wichtig, gebrauchte Reifen von eBay Kleinanzeigen mitbringen. Das ist die Basis. Wenn es dann nämlich bei 310 an Reifen zerreißt, kann man natürlich immer sagen, war ein Montagefehler der Werkstatt. Hat natürlich nicht an den Reifen gelegen. So. Jetzt wisst ihr, wie es läuft. Mache ich dir dann noch so Metallkäpple drauf, ja? Weil die Käpple? Die Plastikkäpple, die vom Porsche aus drauf waren, die fand ich nicht so geil. Warte mal, vielleicht habe ich noch schönere. Geil. Da steht aber gar nicht Porsche drauf. Ja, Porsche ist aus. Hoffentlich kriegst du noch approved, wenn du die Ventilkappen tauschst. Die Räder sind so schwer. Das ist so eine Frechheit. Puh, voilà. 80 Gramm. Hey, gut, das liegt. Mach mal das Ventil runter. Das liegt an dem Metallventil. Nee, es liegt nicht an dem Metallventil. Ja, musst halt den Reifen drehen, ist doch easy. Hast du eh nichts Besseres zu tun, als daran, mal eben. Dass, zum einen ist die Felge nicht so geil gefertigt, wie zum Beispiel Spielrad gefertigt. Also du hast es bei Gussfelgen, so werkseitigen Felgen oder Flowform öfter. Die Felge wird wahrscheinlich 20, 30 Gramm haben. So, dann ist die jetzt ja schon 10 Jahre alt. Das heißt, der ist schon ein paar Mal über den Körb geballert oder sonst irgendwas. Nee, das ist erst der Hand-Sammler-Zustand. So, dann hast du einen RDK-Sensor drin mit 50 Gramm. Ja. Der ja auch schon einiges ausmacht. Und dann noch den Reifen drauf. Also das heißt, bei einer 19 Zoll mit einem 325er und dem RDK-Sensor kann das schon mal vorkommen. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ich schau mal kurz in die andere Felge. Da hatten wir nämlich auch hier, jo! Warte mal. Hier haben wir nämlich auch eine Litanei an Gewichten drin. Der Gerät, ja, RDK-Sensor, sowie 85 Gramm auf der Gegenseite. Was ein Zufall. Das ist Hokuspokus-Magie. Was machen wir jetzt? Wir können jetzt auch 17 Mal den Reifen tauschen, drehen, um zum Schluss trotzdem 85 Gramm gegenüber vom RDK-Sensor kleben zu dürfen. Oder wir bauen den RDK-Sensor aus. So, Pi mal Auge. 13,5. Ja. Schon nicht schlecht für so ein Ding. Und dann? Mit Pneu sind es halt dann irgendwie wahrscheinlich 23 oder so.
Oh, 27, leck mich am Arsch. Guckst du hier, 27 Kilo. Felge Vorderradachse 9,6 Kilo. Mhm. Schön, schön. Wieder was gelernt. 9 und 1 Kühl. Das ist zwar nur 18 Zoll, aber da führt auch eine ganz schöne Walze. 18 Zoll? 24. 3 Kilo weniger. 24,1. 24,2. Ja, Jod. Mein Slick ist aber auch ein bisschen anders konstruiert. Ne? Bisschen höher, aber schmäler. Schau mal. Schau mal, wie schmal der Slick ist im Vergleich zu deinem Cup 2. Der ist genau gleich. Zentralverschluss Cup. Zentralverschluss Straßenauto. Zentralverschluss Cup ist übrigens der gleiche wie Zentralverschluss 89. Carrera GT. Ja, mag sein, das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nur, wo ich sehr traurig bin, dass der Cup-Markt voll ist mit alten Krempel. Und das passt nicht zusammen. Also Straßen-Kfz und 997 Cup oder 991 Cup. Das ist leider komplett andere Achsschenkel, andere Konstruktion. So, genug gelabert, jetzt wird montiert. Mega Keks. Schlick. Oh, da werde ich ganz schwach. 24-61-17. Auf einer Pro-Track. Ein Nankang-Slick. Ups, nicht runterschmeißen. Noch einer. Und irgendwelche komischen Regenreifen von dem Reifenhersteller. Oh. Pro-Track-Felgen und Nankang-Reifen. Da werden irgendwie kleine Erinnerungen wach. Endlich normale Leute, die philosophieren seit einer halben Stunde, wie diese untersteuernde Allradfräse. Dann kannst du die einfach ganz normal endlich auf Heckantrieb umgebaut wird. Weil diesen ganzen Allradkrempel braucht kein Mensch. Also Antriebswellen raus, Haldex-Kluppung blockieren und schon kann auch ein Golf Air anfangen, Spaß zu machen. Simon Says, zieh dir mal das Gestühl rein. Pornastic. Darf man das, drückt man das so aus? Ich habe hier mal eine Taschenlampe. Ja, das kann man so lassen. Schon ein feines Kfz, nur leider Ding, Dang, Dong. Ihr kennt mich. Problem Nummer 1. Problem Nummer 2. Ich mache jetzt die Haube nicht auf, aber dieses Auto hat noch einen bauartbedingten Fehler. Ja, schade. Optisch für einen M5 schon schön. Das Badge ist natürlich nur fake, ja. Bei einem 2-Tonnen Kfz gehört eigentlich M5 drauf. So, Shop-Snapshots. Ein Plastikcover von einer Vespa, sehr interessant. Shop-Snapshots, eine Plastik-Vespa. Ja, aber die ist auch schon von 98, also die ist jetzt quasi auch schon alt. Also ich habe noch eine PK und eine PX und man sagt ja irgendwie dann so, only steel is real. Das ist PK, Plastik. Die gehört meiner Frau, das war ihr erstes motorisiertes Gefährt, das sind Emotionen. Deshalb habe ich die ja letztes Jahr zerlegt und lackiert in Porsche Kreide. Das ist die Porsche-Farbe, Kreide. Okay. Den Sitz habe ich beziehen lassen. Das Einzige, was von mir stammt,
ist der Totenkopf hinten drauf. Schön. Das musste sein. Aber hast du den gesehen? Habe ich schon gesehen. Ist ziemlich geil, oder? Ist gut. Aber ich zoome jetzt halt mal weiter. Was haben wir hier? Da fehlt das Dach. Ja, ist abgefallen. Nein, ist ein Lotus 311. Ist ein ganz exotisches Kfz. Wiegt 1000 Kilo, hat 470 und ein paar zerquetschte PS. Ist jetzt kurz übersetzt, hat ein KW Competition Vierfach drinnen. Ist der erste Lotus mit einem Vierfach Competition. Fährt unglaublich geil. Leider hat der Kunde keine Zeit, den abzuholen, deshalb steht er hier die ganze Zeit. Nee, aber cooles Geschoss auf jeden Fall. Also ich muss gestehen. Aber ist halt völliger Wahnsinn, damit zu fahren. Das ist völliger Wahnsinn, aber ich muss gestehen, irgendwie macht mich das Ding an. Also so mal eine Runde damit drehen, wäre schon mal eine spannende Geschichte. Was echt so spannend ist, oder nicht spannend, aber was so schön ist, du hast eine Karre aus Carbon und irgendwie alles ist nichts, aber natürlich haben wir hier ein bisschen Leder Alcantara mit einer schönen roten Naht, weil da kommt es jetzt wirklich drauf an bei dem Kfz. Und dieses Kfz hat ja keinen bauortbedingten Fehler. Den gibt es gar nicht anders. Denn da unten... Also es gibt im 311 Race, gab es auch. Ja. Mit dem offiziellen 6-Gang-Betrieb. Aber hast du auch eine Kupplung zum Anfang? Zum Anfang hast du auch eine Kupplung. Ja. Ja, genau. Dann haben wir hier noch einen Maus M2. Maus M2. Auch schön. Den haben wir. Das ist eigentlich das Schönste, aber das steht hier leider abgedeckt. Ja. Man kann ja hier einfach mal gucken. Hier. Oh, ist das nicht schön? Feini. Ein 991 mit dem Glorious Metzger. Hier habe ich am Popöchen gesehen. Hast du hier noch in der Ecke stehen? Du weißt ja. Lagerbühne fehlt, weil 997 hier so, ne, 5 Loch und dann ein bisschen die Kiemen und dann muss man eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Ja. Für den, der sich auskennt. Geil. Ich guck mal. Oh. Hallo. Schön. Das Projekt kennt man ja schon so langsam. Da war doch mal ein Motor drin. Wo ist der? Habe ich ja in einem Video bereits erwähnt, dass wir den Motor wieder rausgemacht haben oder rausmachen. Also im Video habe ich gesagt, wir machen ihn wieder raus, weil wir weiter runter und weiter hinter wollen. Okay. Wegen der Ansaugung durch die Nieren, dem liegenden Kühler und wir den Motor deshalb auf Trockensumpf umbauen. Also wir zerlegen ihn jetzt nochmal. Außerdem habe ich mir jetzt gedacht, da wir jetzt eh Zeit haben, irgendwann, wenn ich mal Lust habe und ich es nicht mehr aushalte und mich alles ankotzt, dann komme ich mal her auf einen Sonntag. Baue die ganzen Blechteile runter, die ich nicht mehr brauche, schieb ihn raus, zu einem schimmelnden Dampfstrahler einmal alles abdampfen. Und wenn unser Nachbar irgendwann seine Trockeneisanlage hat, tun wir vielleicht noch einmal mit Trockeneis durchblastern. Und dann fangen wir langsam an, den wieder zusammenzubauen. Da ist noch ein bisschen. 2021 wird der Knaller. Da hauen wir zwei richtige Hämmer raus. Den hier und noch ein anderes Auto. Und das andere Auto wird noch mehr der Hammer als der. Ich bin echt gespannt. Ich habe mich befürchtet, dass das Kundenprojekt mehr Fans bekommen wird als der. Das ist zwar schwer vorstellbar, aber dieses Auto, das wir für den Kunden bauen, ist nochmal eine Stufe krasser als das. Du weißt ja, den musst du schön bauen, weil den... willst du dann kaufen, ja. Da werden wir uns irgendwie einig werden, weil ohne Witz, meine persönliche Meinung, Z4 GT3, es gibt fast kein schöneres Rennauto. Ein Cup Porsche oder so ist auch, ne, sind auch ganz nette dabei, aber ein Z4 GT3 und das Ganze jetzt noch hier irgendwie mit dem Glorious S65 Motörchen und irgendwie auch noch mit einer Straßenzulassung, aber halt eben kein reines Rennauto, sondern auch noch irgendwie von den Betriebskosten tragbar, weil auf Serientechnik, mehr oder weniger. Und innen ein bisschen hübsch gemacht, weil der soll ja nicht ganz leer werden, oder? Nein, da kommt nur Pole Position rein, wird ein bisschen schicki gemacht, ein CAE-Shifter. Wir machen schon eine AP-Bremse drauf, dass du auch ordentlich bremsen kannst. Competition-Fahrwerk mache ich auch rein. Hm. Oder vielleicht noch einen Clubsport. Nee, ich glaube, noch Competition rein, weil wir ja mit der durch die Verbreiterung eine niedrige ET kriegen. Das heißt, wir kriegen einen relativ großen Hebelarm aufs Fahrwerk. Ja. Und da wäre mir das mit Competition lieber, weil dann können wir da... haben wir da mehr Spielmöglichkeiten mit den Dämpfern und den Ventilen. Komm, fliegen wir mal weiter. Da steht hier noch ein schöner Turnschuh.
Das ist ein Future Classic, sage ich euch. Das ist kein Future Classic, das ist heute schon Classic, dieses Kfz. Der ist bei BMW Classic im Teilekatalog. Übrigens für alle, die einen Z4, E86 oder E85 fahren, herzlichen Glückwunsch. Euer Auto ist seit dem letzten ETK-Update auch BMW Classic. Das heißt, legt euch gleich mal irgendwelche exotischen Teile wie Scheinwerfer und so auf Lager, weil die Preise werden explodieren. Wenn ihr wissen wollt, was explodieren heißt, schaut mal beim Z3 in Teilekatalog rein, was noch lieferbar ist und was die Sachen kosten. Beispiel, Türpappe liegt auf dem Dach oben. Wollten wir nämlich eine bestellen, weil wir aus der Türpappe was bauen wollten. Dann habe ich den Preis gesehen und hat es mich rückwärts fast vom Stuhl gehauen. Weil die BMW Classic ruft für diese Tür, es ist wirklich eine Pappe beim Z3, Es ist nicht mehr, die kann gar nichts. 1.300 Euro pro Stück auf. Schnäppchen, zwei Türpappen, ein Ersatzmotor, kannst du auch gleich einen ganzen Z3 kaufen. Schön. Es ist wirklich nur so eine billige Scheißpappe. Die Gut. kann gar nichts. Also, auf die Pappe aufpassen. P, dem Sitz hier, der Sitz nennt sich P1300 GT und es ist der totale XXL-Sitz. Also setz dich mal ein Knatter-Heidi rein, dann weißt du, was Sache ist. Wir befinden uns gerade in einem Cayman. Hier liegen noch ein paar Reservesticker, das ist gut. Eine viel zu schwere Batterie hängt hier noch drin, die wird aber auch getauscht, habe ich verstanden. Und wer es nicht kennt, alter Cayman GT4, 981, oder? Ja. 981. Hier schön mit Söckchen, ja. Ein bisschen Playstation spielen. Rechts ist Gas, links ist Bremse und der Rest, ja, viele Fahrassistenzsysteme, ABS-Stufen, Einstellungsdings hier, ESC off oder ESC und Traction Control off. Wer es nicht kennt, 997 hat es auch so. Ich weiß gar nicht, wie es im 991 ist, aber du kannst das ESP ausmachen, die Traktionskontrolle anlassen oder du machst beides aus. Keine Traktionskontrolle und kein ESC. Der 991, die harten Cup-Autos haben gar nichts, das ist klar. Der 991 kommt, wenn du den kaufst, ohne ABS. Kam ohne ABS, ohne alles, aber geil. Mit der Vorrüstung ABS. Nachrüstmöglichkeit, da kannst du das Bosch ABS reinballern. Aber Traktionskontrolle und ESP für Cup-Autos 991, nein. Also aber vielleicht ABS irgendwie. Ja, ja, genau. Also der Cup, der hier bei uns in der Betreuung ist, hat das ABS drin. Haben eigentlich alle drin, das rüsten eigentlich alle nach. Du darfst es auch überall fahren, außer im Porsche Sports Cup. Nein, im Sports Cup darfst du es auch fahren. Im Super Cup. Im Super Cup darfst du es nicht fahren und ich glaube im Porsche Cup Deutschland darfst du es auch nicht fahren. Ja, das, der ist angelehnt ohne. An Super Cup, genau. Genau, die fahren ohne, aber die Sports Cup-Jungs fahren alle mit ABS. Da kommt ein Getränk rein, da oben hängen ein paar Kameras. Das ABS funktioniert auch. Also du kannst es ja einstellen hier. Das ist ja dem Cup nachempfunden. Im Cup kannst du es ja auch einstellen, das ABS. Und es funktioniert echt gut. Und wo wir im Februar in Hockenheim waren, hatte ich dann beim Cup-Auto das ABS zum Schluss auf der niedrigsten Stufe. Also so gut wie aus eigentlich. Weil ist dir schon mal aufgefallen, dass Gas und Bremse so nah beieinander sind, dass man hier wunderbar Zwischengas geben könnte? Aber wenn du hier versuchst zu schalten, das hält nicht lange. So durchzureißen an dem Ding. So, ich schäme mich jetzt mal hier raus. Jetzt holen wir mal einen Kaffee. Aber, ja, ist schon ein... Das ist halt wie in der Knatter-Heidi, ne? Kein Bremskraftverstärker, Waagebalken. Ja. Schon fein. Kann man schon lassen. Klick, klack, Ponk. Hier mit Carbonara. Schön. Irgendwie schön. Ich muss echt gestehen, ich bin noch nie in den Cayman GT4 gefahren. Cayman GT4, also kein Rennsport-Kfz, sondern nur ein Straßen-Kfz und die sind alle handgeschalten. Weißt du, wie Turbo Timmy entstanden ist? Kurzer Einwurf, wer ist Turbo Timmy? Das ist dieses wunderschöne Daily Driver Kfz hier mit ein bisschen wilder Folierung. V3T. VT2, merkst du was? Ich bin schon lange nicht mehr V-Länge gefahren. Ich kenne immer mehr die Klassen. Aber wir müssen noch einen Monat warten. Also, Turbo Timmy. Der Daniel, unser Mechaniker, der die Rennautos auch hauptsächlich betreut, hat sich einen 3er Touring gekauft. 320 Diesel E91, Handschalter. Und der hat vorher ein Mädchen gehört. Und Frauen geben ihren Autos ja gerne Namen. Meistens. Und das Auto hieß Tommy. Und die hat dann fürchterlich geheult, als sie das Auto hergegeben hat. Mein Tommy. Und er hat die ganze Zeit verstanden, mein Timmy. Und seitdem heißt sein Touring Timmy. Und dann haben sie den Turbo Timmy genannt. Ja. Deshalb ist das der Turbo Timmy. Turbo Timmy. Mein Polo GTI
ist der GT-Mi. Also GTI-Timi. Jetzt wird es zu kompliziert. Wir bleiben beim Turbo-Timi. F-Generation. Schöne Felgen. Schöne Reifen. So, eine. Oh, jetzt muss ich aber vorsichtig einsteigen. Das ist nämlich noch alles funkelnagelneu hier in diesem Stuhl. Ist das geil? Ja. Der eine oder andere kennt's. Schau. Oh, ist das schön. Gewöhn dich schon mal an den Sitz. Ja, aber darf der Sitz. Darf ich das schon sagen? Wieso? Gewöhn dich mal an den Sitz, weil vielleicht musst du mal irgendwie über Nacht da drin sitzen. Wie nennt man die, wie nennt man die Fahrer, nein, die Fußballer, die auf der Reservebank hocken? Keine Ahnung. Irgendwie Reservebankfußballer. T-Car, ich bin der T-Driver. Ich habe einfach gesagt, gib mir mal einen Kaffee und dafür bin ich der T-Driver. Und ja, hier ist der Sitz deutlich enger. Also ich bin echt erstaunt, wie breit der. Ja, es sei denn, wir fahren zweimal um die Uhr sozusagen, dann bist du kein T-Driver, sondern. Oh, schön. Oh, hast du gesehen, wir haben einen gelben Startknopf reingemacht. Das kannst du auch mal filmen. Gelber Startknopf. Also, 3 Sekunden, gelber Startknopf, 3 Sekunden. Gibt's im Online-Shop übrigens. Ich habe keinen Online-Shop, aber er hat einen. Bei ihm. Driver-ID. Ha! Da steht's. Ich bin noch nicht dabei. Da steht nämlich meine Driver-ID nicht da drauf. Fahren wir nur zu dritt. Boah, interessantes Raumgefühl hier in diesem Kfz. Aber schön, schön. Die AIM, ich sehe die Smarty-Cam hinter mir da ein bisschen hängen. Hallo. Hallo, Kamera. Funkgerät. Funky-Tunky. Ein Digitalfunk direkt. Ja. Geil. Schön. Schön. Und keine alten Sachen. Ja, vor allem der Sitz. Ich weiß, ihr seht das jetzt leider alles nur so halbiert, aber. Richtig schön weit hinter. Wir haben ja auch, es gibt ja auch einen großen Fahrer, den Erik. Ja. Der hat ja was, 2 Meter oder so. Ich weiß es gar nicht. Oder sowas, aber der ist ja schon gefahren. Ja, genau. Der passt da perfekt rein und dann fährst dich ein bisschen vor und dann drückst du da drauf und dann, jetzt kommt der Trick. Dann drückst du auf dieses linke Pedal hier. Linkes Pedal betätigt das Ausrücklager und dann legt man den ersten Gang ein und dann muss man rechts ein bisschen Gas dazu applizieren und die Kupplung langsam rauskommen lassen, bis der Stuhl ins Rollen kommt. Total geil. Sehr schön. Wieder 5 Minuten gelabert, kein Kaffee bekommen. Jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt trinke ich Kaffee. Ja, bitte. Bitte. Mal so, bla bla bla, bla 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 bla. Schwing. So, kleiner harter Cut, Kaffee getrunken, lecker neue Schuhe, naja, neue alte Schuhe eingeladen. Und eins muss ich auch noch sagen, was hier draußen, also hier steht Zeug rum. Ja, und das ist gleich zweimal lecker, weil der linke hat zwar kein der linke ist zwar kein Z4M, aber auch ein wunderschönes Kfz. Und ich muss gestehen, so ein fast originalen 1er M, so als Sommerauto, ja, würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Gell? So, ich knatter jetzt mal heim. Genug für heute. Ich wünsche euch was. Stay sideways, brab brab und so weiter und so fort. Und wenn ich irgendwann mal meine GoPro nicht vergessen sollte und ihr Bock auf weitere kleine Schnipselvideos habt im Chaos-Stil, kein Hightech, High-Quality-Productions, sondern einfach nur lustige, kurze Videos. Wie sagt man so schön? Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mal dazu, mit wem wir mal ein Interview machen sollten oder was ihr noch so gerne sehen wollt oder abonniert vielleicht den Kanal. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich es ja hin. During the Rona hier und da mal wieder einen netten kleinen Schnipsel rauszuhauen. I wish you what?